Zu Beginn der Woche haben wir eine massive Rallye gesehen, eine Art Omikron-Party, weil sich offenkundig herausstellt, dass diese Variante nicht so gefährlich ist. Alles nach oben, hurra! Aber das Entscheidende ist aus meiner Sicht und vor allem entscheidend jetzt für die Frage, ob es eine Jahresendrallye gibt, ja oder nein, wie die Fed auf die Inflation reagiert, wie die Inflation morgen ausfallen wird und vor allem, wie die Fed dann auf diese Inflation reagieren wird. Das ist viel, viel wichtiger für die Märkte, als Omikron jemals gewesen war. Ja, Omikron war ein Auslöser für den Abverkauf am Black Friday, aber was doch entscheidend ist, Omikron, wenn es schlimm wäre, dann hätte es der Fed eine Ausrede geben können, diese hawkische Wende zurückzudrehen. Das ist nicht passiert. Hätte natürlich möglicherweise auch inflationäre Tendenzen gehabt auf die Lieferketten etc. Aber es wäre zumindest ein Anlass gewesen zu sagen, oh, jetzt warten wir erstmal ab, erstmal gucken, wie die Lage ist. Jetzt ist das Thema, dass letztendlich diese Inflation ja die Notenbanken kastriert. Worin bestand der Wert der Notenbanken für die Märkte? Liquidität, alles schön nach oben, hurra, da kann der schlimmste Lockdown sein, alle Firmen geschlossen, die Aktienmärkte sind trotzdem gestiegen, aber wenn die Liquidität eben nicht mehr da ist oder weniger wird, absehbar weniger wird, wenn wir eine Wende in der Geldpolitik sehen, eine Art monetären Klimawandel, dann sehen wir eben auch, wer besonders nackt gebadet hat. Und genau das ist das Problem. Die Notenbanken verlieren ihr scharfes Schwert, werden kastriert aus Sicht der Märkte und können einfach nicht mehr diese Liquidität reinpumpen, weil sie damit die Inflation verschlechtern würden. Dementsprechend ist das aus meiner Sicht eben das Entscheidende. Und so haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, Stocks mit QE, die sehen sehr ordentlich aus und Aktien ohne QE sind ein bisschen durcheinander. Da ist so manches ein bisschen durcheinander geraten. Wir wollen uns jetzt mal die Dinge im Einzelnen anschauen. Morgen ja die Erwartung. 6,7%, das ist mal ein Schnaps aus der Flasche, würde der höchste Wert seit dem Jahr 1982 sein. Wäre also schon ein ganz schönes Ding. Jetzt hat heute US-Präsident Biden gesagt, ja, also in den morgigen Inflationsdaten, da sieht man noch nicht den Effekt der gefallenen Energiepreise. Okay, ja, Öl ist gefallen, das ist die untere Grafik, da war man um und bei 85, wenn ich das erinnere, und ist dann so im Bereich 65 gefallen, also 20 Dollar, das war schon ein Wort. Aber wir sehen oben die Benzinpreise, sind die gefallen? Nicht wirklich, 2 bis 3 Cent in den USA. Das heißt, da haben wir praktisch kaum einen Effekt auf die Verbraucher und es geht ja hier um die Verbraucherpreise. Dementsprechend dürfte von der Seite keine große Entlastung für die Daten kommen. Dann haben wir solche Kategorien wie Used Car Prices, also Gebrauchtwagenpreise. Da gab es ja zwischenzeitlich einen Rücksetzer und dann haben viele gesagt, ja siehst du, das sind einfach temporäre Faktoren, aber jetzt geht es ungebrochen weiter nach oben. Das ist jedenfalls etwas, was auch natürlich Berücksichtigung finden wird in diesen Daten. Und hier sagt ein Analysehaus, ja selbst wenn jetzt die CPI-Daten morgen nicht ganz so heiß ausfallen würden, also sagen wir mal 6,2 statt 6,7%, dann würden die Märkte vielleicht erstmal nach oben gehen und sich sagen, ja, so schlimm ist es nicht, aber es ist immer noch über 6%. Das darf man nicht vergessen. Und vor allem ist es ja offenkundig so, dass Jerome Powell von Joe Biden den Auftrag bekommen hat, bekämpfe mir die Inflation, das ist das oberste Gebot jetzt der Stunde. Dementsprechend ob 6,2, 6,7 oder 6,9 macht den Braten nicht fett. Wenn die Fed macht den Braten nicht fett und wenn die Fed, nämlich die Notenbank Fed, es ernst meint und sie meint es wahrscheinlich ernst, dann spielt all das nicht so wirklich mehr die Rolle und die Frage ist, ob die Märkte das eben unterschätzen, dieses Analysehaus Knowledge Vital. Er sagt, genau das ist der Fall, die sollten sich mehr Sorgen machen um diese Monetary Accommodation, also um diese geldpolitische Wende, die wir derzeit sehen. Die Bullen schöpfen ein bisschen Hoffnung aus einer Aussage von Moody's heute. High-Frequency-Data zeigen, dass die Supply Chain Stress, also die Lieferkettenprobleme, jetzt in USA und Europa an ihrem Peak sein könnten. Okay, we will see if that is the case. Jedenfalls sind auch andere Dinge so eindeutig derzeit. Wir sehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe das erste Mal jetzt seit dem Jahr 1969 unter 200.000 gefallen. Da können saisonale Effekte eine Rolle spielen, aber wir hatten letzte Woche ja schon außerordentlich gute Erstanträge. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Amerikaner in Geld schwimmen, eben vor allem durch den
Anstieg der Vermögenspreise durch die Inflationierung der Vermögenspreise. Die sitzen jetzt auf 31 Billionen an Vermögen. Das sind 4 Billionen mehr als vor der Krise, also etwa 15%. Pi mal Daumen, also deutlich mehr Vermögen, da sind die Amerikaner jetzt und viele denken sich dann, ja, dann gehe ich halt nicht mehr arbeiten, es geht ja auch so, ich bin ja reich, ich habe ein Aktiendepot, dann lasse ich das mal mit der Arbeit und brauche mich da nicht anstrengen, aber jedenfalls sehen wir schon in den Job Openings 11 Millionen Jobangebote, das sind mehr als 4 Millionen offiziell oder es sind weniger als 8 Millionen offiziell Arbeitslose, also über 4 Millionen mehr Jobangebote als Arbeitslose, auch wenn man an dieser Statistik mit den Arbeitslosen natürlich seine Zweifel haben kann. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Fed ja nicht nur und andere Notenbanken nicht nur die Zinsen bei Null hat, sondern eben sogar noch Liquidität in die Märkte zuführt, die sie jetzt dann ein Stückweise abbauen will nach der Taylor Rule. Ist es so, dass die Leitzinsen etwa bei 7% sein müssten. Das ist eine Regel von dem Volkswirtschaftler Taylor, die unter anderem sich aus der Arbeitslosenquote zusammensetzt, aus der Konjunktur zusammensetzt, EZ aus der Inflationserwartung sich zusammensetzt. Da gibt es auch Kritik an dieser Taylor Rule, aber wir sehen, dass der Abstand zwischen den faktischen Leitzinsen und der Taylor Rule noch nie so groß war und das ist ja auch dann gewissermaßen eine Aussage. Und jetzt hat es auch die EZB erwischt, hier Isabella Schnabelina. Die könnte vielleicht mal sich einen Friseur leisten, aber sei es drum. Jedenfalls ist da die EZB heute Morgen, das fand ich wirklich die Hammernachricht, auch habe ich das im Videoausblick heute Morgen sehr stark thematisiert, ist umgefallen. Sie spricht von Moral Hazard, von Excessive Risk, Überbewertungen, die durch das QE entstehen. Also so schnell ist nicht mal Jerome Powell umgefallen und der ist schon verdammt schnell umgefallen. Wir sehen also auch die EZB, die muss jetzt offenkundig umsteuern, wenn der Leitwolf, nämlich die Fed, in eine Richtung läuft, dann kannst du nicht komplett in die andere Richtung laufen und sagen, wir werden niemals mehr die Zinsen anhöhen und Inflation, vergesst es doch, ist total temporary. Das wird nicht mehr funktionieren, weil dann eben der Eurokurs unter Druck käme, was die Importe verteuert und damit das eine oder andere Problem noch verschlimmert. Und insgesamt merkt man die Nervosität hier im Euro-Dollar. Und damit meine ich jetzt nicht das Währungspaar Euro-Dollar, sondern die Euro-Dollar. Das ist ein Markt, ein Future-Markt, der Zinserwartungen bepreist. Und wir haben jetzt eine massive Volatilität in diesem Markt, das ist die höchste, die wir jetzt seit langer Zeit gesehen haben, seit etwa 2 Jahren, weil eben die Unsicherheit so groß ist. Wie hawkisch wird es weniger hawkisch, sowohl bei der Fed als auch bei der EZB. Beide werden ja in der nächsten Woche ihre Sitzungen abhalten. Und jetzt kommen wir mal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Was bedeutet das für die Märkte? Wir sehen hier mal einen Vergleich zwischen der Zentralbankliquidität und den Tech-Aktien. Die Tech-Aktien sind normalerweise besonders betroffen von einer hawkischen Wende. Das liegt auch daran, dass eben das Wachstumswerte sind. Nicht alle, eine Apple sicherlich ist kein reiner Wachstumswert mehr, aber viele dieser Unternehmen, die wahnsinnig viel Hoffnung versprühen, wir werden irgendwann ganz tolles Geld verdienen. Alleine hier werde ich täglich bombardiert mit irgendwelchen Apps, die es jetzt im Fintech-Bereich gibt, Schnipp und Schnapp. Und ich frage immer, oder frage die Leute immer, ja, womit wollt ihr denn eigentlich Geld verdienen? Ja, erstmal wollen wir Nutzer haben. Ja, super, das ist halt das Amazon-Prinzip, aber es gibt halt eine Amazon und 5 Millionen Unternehmen, die gescheitert sind. Aber das funktioniert halt ein paar Mal mit diesem Nutzerwachstum. Aber das heißt, dass diese Unternehmen darauf bauen, dass eben Liquidität günstig ist, weil sie sehr viel erstmal investieren müssen, ohne wirklich relevantes Geschäft zu machen. Dementsprechend Tech könnte ein interessanter Play werden, wenn wir uns hier mal eine Apple anschauen. Das ist ein Wochenchart. Wir sehen, wie weit Apple von seinen Bollinger-Bändern entfernt ist. Man ist oder der Kurs ist eigentlich nie aus den Bollinger-Bändern nachhaltig rausgekommen. Jetzt sehen wir so praktisch einen Crack-Up-Boom bei Apple, kann man sagen. Und das angesichts eigentlich jetzt gar nicht so toller Nachrichten. Bin mal gespannt, wie die Quartalszahlen dann ausfallen werden bei Apple. Kommen wir jetzt zu einer interessanten Beobachtung, wenn wir von dieser hawkischen Wende der Fed sprechen, auf der einen Seite, und jetzt uns mal die Marktreaktionen anschauen. Dann sehen wir interessanterweise, wie Liz and Saunders hier zeigt, dass die Korrelation zwischen Growth- und Value-Werten derzeit nur bei 0,5 liegt. Das ist extrem gering. Das heißt, die
Gleichzeitigkeit, ob diese Aktien steigen oder fallen aus diesen beiden Sektoren, die ist vergleichsweise gering ausgeprägt. Normalerweise beträgt die Korrelation 0,9. Das heißt, dass hier diese Bindung, dieser Zusammenhang doch relativ stark aufgehoben ist. Und nach meiner Auffassung ist jetzt Growth eben zu meiden, ist gefährlicher jetzt vor allem ab dem Jahr 2022 oder auch jetzt schon. Zukünftig eben, während der Value vielleicht ein viel interessanterer Play ist. Die chinesische Notenbank greift jetzt auch ein, also es ist nicht nur die Fed und die EZB, sondern auch die Chinesen, und die haben jetzt mal eben die Reserveanforderungen für Fremdwährungen bei chinesischen Banken angehoben von 7% auf 9%, und den Grund sehen Sie hier in diesem Chart, weil der Yuan zum US-Dollar sehr stark aufgewertet hat und noch viel mehr zu anderen Währungen aufgewertet hat. Der Dollar ist ja vergleichsweise stark, aber es gibt andere Währungen, die sind vergleichsweise deutlich weniger stark. Der Yuan also fast zu allen anderen Währungen massiv gestiegen. Das will man damit unterbinden. Man will sozusagen letztendlich, dass die chinesischen Notenbanken dann eben, oder die chinesischen Banken dann eben möglicherweise Yuan verkaufen, um den Druck, Aufwertungsdruck ein bisschen rauszunehmen. Goldman Sachs hat da eine unschöne oder hat da eine sehr schöne Erklärung mal wieder, wie immer. Es gibt nichts auf dieser Welt, meine Damen und Herren, was durch Goldman Sachs nicht erklärt wird. Aber wir haben jetzt, wenn wir von China sprechen, die de facto Pleite von Kaiser und Evergrande jetzt offiziell. Das ist eine spannende Nachricht für den Immobilienmarkt. Bisher null Panik, weil letztendlich war damit zu rechnen. Fitch hat jetzt etwa eingeschränkten Ausfall erklärt, Selected Default. Wir haben noch, wie gesagt, keine Panikreaktionen, weil letztendlich jeder damit gerechnet hat. Aber ich denke, dass das natürlich absolute Folgewirkungen hat. Das ist ein Schritt auf dem Weg zu einer Immobilienkrise in China. Hier sehen wir oben mal in dieser Grafik, der chinesische Immobilienmarkt ist das größte Asset in der Welt mit etwa 62 Billionen Dollar. Der amerikanische Immobilienmarkt ist deutlich geringer, von den anderen brauchen wir gar nicht erst reden, und ist natürlich eine massive Überbewertung der Fall in China, in vielen Großstädten. Ich glaube, das ist unzweifelhaft. Und das Ganze kommt jetzt noch auf, oder hier kommt noch hinzu, dass China ja insgesamt, was die Gesamtverschuldung betrifft, praktisch das höchstverschuldete Land der Welt ist mit 323% etwa zum BIP. Dagegen ist, wie ich immer sage, Griechenland ein Musterknabe. Die Verschuldung ist nicht nur im Privatsektor, sondern vor allem bei den staatlichen Unternehmen, die meist relativ ineffektiv sind, massiv verschuldet sind, die jetzt unter diesem heftigen Anstieg der Erzeugerpreise leiden, aber eben diese gestiegenen Kosten, die sie haben, nicht wirklich weitergeben können an die Konsumenten, weil es nicht gewünscht ist, politisch. Und wenn wir jetzt China mal verlassen und zu Omikron kommen, dann immer mehr Berichte, jetzt milde Verläufe, hat auch die EU gesagt, mostly mild. Jetzt gibt es Vorkommen einer Restaurants in Norwegen etwa. Da sind so ziemlich alle Leute, die da gewesen sind, komplett infiziert. Das sind Leute zwischen 30 und 50, die haben alle milde Verläufe, aber es ist eben auch eine Altersgruppe, die noch relativ gut dasteht. Also es gibt noch ein paar Unsicherheiten. Keine Unsicherheiten gibt es in Sachen Inflation auch in Europa. Wir haben Carbon heute mit einem neuen Allzeithoch. Der Kurs ist dann nachmittags wieder ein bisschen gefallen. Wir sind aber seit Jahresbeginn über 170% im Plus. German Power Prices mit einem neuen Allzeithoch. All das ist so hochgradig inflationär. Das tut schon richtig weh. Es betrifft uns alle. Ja, jetzt kürzlich ein Gespräch gehabt aus dem Aluminiumsektor. Die sagen, wir haben noch Magnesium. Wir haben versucht jetzt, so ein bisschen anders zu produzieren, diesen Magnesiummangel zu kompensieren. Magnesium ist ja ein essentieller Bestandteil in Autos, selbst in Sofas. Bei allem brauchen Sie letztendlich Aluminium. Das ist der entscheidende Bestandteil, aber Sie brauchen Magnesium, um Aluminium herzustellen. Und dieser Mann, der hier in diesen Produktionsbereichen tätig ist und den Einkauf macht, der sagt, das reicht noch bis Januar. Und auf die Nachfrage, ja, was ist ab Januar, dann sagt er, gibt es Hauen und Stechen. Dann würde das bedeuten, dass ziemlich keine Autos mehr produziert werden können, weil es kein Aluminium mehr gibt. Also da muss irgendwas passieren, sonst passiert was. Das ist doch ein für uns alle sehr relevantes Thema, ebenso wie dieser Artikel meines Kollegen Claudio Kummerfeld. Energiekrise weitet sich aus, Preise für Gas, Strom und CO2 steigen immer weiter. Und vielleicht ist das ja auch einer der Gründe dafür, dass Madame Schnabel
von der EZB jetzt irgendwie plötzlich anders klingt in Sachen Quantitative Easing, in Sachen, naja, vielleicht haben wir da doch ein Thema mit der Inflation. Ich vermute, dass sie auf die Fed reagiert, dass denen klar geworden ist, der Abstand ist zu groß. Die haben vielleicht mit der Fed gesprochen und gemerkt, wie ernst es ihnen ist, so oder so. Die Inflation und vor allem die Reaktion der Notenbank, die potenzielle Kastration, weil man eben mit Gelddrucken Inflation nicht bekämpfen kann. Damit verliert die Fed praktisch ihr Sicherheitsnetzfunktion unter den Märkten. Dementsprechend ist das viel wichtiger. Dementsprechend sehe ich diese Rallye, diese Omicron-Party-Rallye, ich will nicht sagen mit Misstrauen, aber ich halte es eben nicht für die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage wird sich morgen und dann vor allem Mittwoch nächster Woche klären, ob es zu dieser Jahresendrallye kommt oder möglicherweise die Märkte ein bisschen Schmerz haben. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich dir das Allerbeste. Markeflüster morgen Abend etwas früher gegen 18 Uhr. Nur kurze Information, aber erstmal den Artikel lesen, meine Damen und Herren. Sonst bin ich persönlich beleidigt. Servus und ciao.